die ganze Zeit auf bereit geklickt, aber nie war es fertig. Ja, weil du nochmal im Laden warst. Wo müssen wir denn hin? Ach, du freust dich trotzdem, dass das, du kennst die Map? Ja. Wieso kennst du die? Ich habe ein paar Mal allein gespielt, wo ich sehr viel Langeweile und sehr viel Einsamkeit genossen habe. Aber ich habe jetzt einen super Trail, guck mal. Ich hinterlasse jetzt Eier. What? Die habe ich gerade bekommen. Ich verlasse die einfach noch eine Weile liegen, das ist super. Überhaupt nicht stören von jemandem, der hinter mir unterwegs ist. Nein, überhaupt nicht. Ich habe mir gedacht, wenn ich ein Ostereier jetzt Trail bekomme. Ja, starte ich, bin danach dabei, muss mir erstmal was anziehen. Wir haben heute schon drüber geredet. Bei uns darf man auch nackt mitspielen, ist okay. Lumi, bei Steigungen niemals zu langsam. Nee, Lumi hat doch gesagt, sie kann nicht abschätzen. Nerv mich nicht. Spiel und guck weg, wenn ich dran bin. Wenn Menschen im Chat nackt sind, da wird Xan also hellhörig, okay. Menschen im Chat nackt sind? Ja. Da wird Xan hellhörig. Gibt's hier geheime Durchgänge? Nee, muss einfach runter, oder? Ich hab's nicht ganz gecheckt, aber ich folge euch. Da steht Collect All Eggs. Ist das so schwer für euch, Englischsprachiger? Was denn? Ja. Ah, jetzt kann ich ein Bild machen, warte mal. Ja, rutsch mal ein Stück nach hinten, Schatz. Schöne Grüße an Schatz. Ah, ja. Kira, bist du ein Leckerli? Dammit. Hindere ich mich beide selber dadurch. Wow, das ist ja eine ewig weite Map. Oder gibt es hier noch eine andere Stelle? Ich habe nach den Leckerlis geifert. Da habe ich schon die Schublade aufgemacht. Das stelle ich auch dann rein, wenn wir hier fertig sind. Okay. Kira hier oben. Ach, jetzt komm schon. Jetzt bin ich drin. Double Boggy. Kira. Ja. Ich komme gerade aus der Wanne. Ja. Xan, du kannst zu mir gerne dunkelhörig sein. Ich habe kein Problem mit Dunkelheit oder mit dunkelhäutig oder dunkelhörigen Menschen. Dunkelhörig? Jetzt bin ich drin. Ja, jetzt bin ich drin. Wenn Thor aus der Wanne kommt, dann bin ich drin. Lumi, vielleicht spielst du einfach den safen Weg außenrum? Ja, schon probiert, der war nicht so safe wie er aussah. Okay, du darfst halt nicht drüber hinausfliegen über den, ja, den Ding ins Bummens, wa? Richtig. Was? Warum bin ich gerade zurückgesetzt worden? Ich weiß nicht, wo du warst. Aber ich spüre nichts, Ben. Ich habe auch nicht gesagt, dass ich in dir bin, Xan, sondern nur, dass ich drin bin. Vielleicht will ich einfach nicht in dir sein. Vielleicht ist Chris ja hier heimlich hier. Auf mich anzubumsen? Nein! Hier gibt's gar kein Anbumsen mehr. Wo willst du denn hin? Lumi, da ist noch eine Ecke vor dir. Kommst da ja, nicht vorbei. Ängstlich, ich bin blöd. Die Ecke so gerade. Ey, Lumi, du kommst ja nicht vorbei. Ey, mit deinen Klamotten kann ich nicht reinlassen, Junge. Moment, du hast 20 geschafft? 20. Okay. Whatever. Okay. Einfach außen rum, oder? Also, es gibt wahrscheinlich eine Abkürzung, wenn du den Sprung nimmst. Einfach außenrum ist gut. Guck meine Eier an, Lumi. Ey, Joven. Oh, dammit, das war zu weit. Aber ich hinterlasse so schön viele bunte Eier. Ich hab noch was gepostet. Im Durcheinander. Ups, die letzten beiden Nachrichten waren nicht von mir. Die hat Chris mal eben meinen Account gehackt. Alles klar. Penis. Nee, das wurde nicht geschrieben. Sondern jetzt bin ich drin, aber ich spüre nichts, Ben. Dick. Oh, ja, vier Strokes, Condor. What? Ach, damn, ich bin viel zu stark. Und Abwehr. Ja, ich mach das Gleiche. So, jetzt kann ich nicht reinspielen. Nee, ich habe ja schon dreimal versucht, da hochzukommen. Guck mal auf meine Zahl, ich habe 8 Schläge gebraucht. Die Eier, die gerade runterfielen, geil. Ja, die verschwinden einfach nach unten. Wo du eingelocht hast, sind 2 Eier nach unten durch die Map gefallen. Ihr spielt Gold, ich kaufe mal eben. Was dachtest du, was wir spielen, Thor? Thor, ja, spiel mal mit. Benni, wie lange bleibst du eigentlich noch wach jetzt? Bis jetzt geht's mir noch ganz gut, ich muss mir noch was zu trinken holen. Ich habe also bis um 10 mindestens, würde ich sagen. Ja, mindestens, wenn Thor sich jetzt extra noch holt.
Der hat ja eine gute Leitung, der hat das ja in 3 Minuten runtergeladen. Das kostet ja auch Geld. Das kostet 9 Euro. Was, Geld? Das ist Geld. Ich weiß, aber er hat gesagt, er holt diesmal kurz. Ich habe nicht gesagt, dass er es jetzt kaufen soll. Er hat gesagt, ich kauf's mir mal eben. Sollte er schon wissen, wie lange du noch spielst. Und wenn du jetzt nur noch 5 Minuten spielst, dann würde ich es mir an seiner Stelle nämlich nicht tun. Mach ich nicht. Ich spiele mindestens noch eine halbe Stunde. Entschuldigung, Felix. Und wir spielen es ja immer mal wieder. Es gibt ja auch momentan bei Humble Bundle. Ich habe mir zum Beispiel Humble Bundle jetzt letztens geholt. Staxel gerade. Das ist so eine Art Stardew Valley. Hab's schon gekauft. Warum siehst du immer so voll stark kurz vorm Loch drauf? Tue ich ja gar nicht. Du sollst meine Mausbewegungen hier sehen. Ich mach gleich die Cam auf meine Maus, dann seht ihr, was ich hier mache. Lumi, solltest du uns irgendwann besuchen? Wir können ja einfach mal dich an meine Maus lassen und du spielst mal so und probierst mal, ob das bei mir anders ist. Das können wir gerne tun. Ob sich das bei mir anders anfühlt. Wann kommst du denn zu uns? Weiß ich nicht, die hat nur mal irgendwann gemeint, im Winter wäre vielleicht Option. Nachdem ich meine Abschlussarbeit abgegeben habe. Siehste, Benni, was machst du denn eigentlich Silvester? Bis jetzt noch gar nichts, es ist ja auch erst Oktober. Ich komme mal Silvester zu euch. Ja, und nichts das geplant. Hätte ich kann, als Idee gehabt. Können sie gerne ich machen. Ich habe es meiner Freundin vorgeschlagen. Also wir würden dann muss ich bei dir aber auch LOL spielen. Tatsächlich habe ich LOL schon gespielt, lange bevor ich Ben kannte. Ja, ich das hat weiß. Mir nur einfach nie so viel Spaß gemacht. Ihr tut immer so, als ob ich dem Spiel überhaupt nicht zugetan wäre. Wir würden sogar unser Gastgeber spielen. Danke aber für den Hinweis, aber das habe ich schon gemacht. Das nützt nichts, weil ich entweder zu langsam dagegen hau oder zu stark. Also ich habe beide Probleme. Aber jeder sollte bitte noch was mitbringen. Ich kann gerne was mitbringen. Ist das jetzt nur geplant für uns sozusagen, die wir jetzt hier gerade anwesend sind und deine Freundin? Oder planst du noch mehr einzuladen? Xeli könnte, also jeder, der da irgendwie, ich weiß bloß nie, wie man es mit einem übernachten kann. Xeli nach Dresden kommt, weiß ich nicht. Ja, das ist halt die Frage, aber er hat ja Familie und Kind. Also der würde vielleicht mal einen Tag vorbeikommen, so zum Hallo sagen, aber ich bezweifle, dass er das ganze Silvester hier übernachten würde oder sowas. Ja, bist du Silvester auch in der Gegend? Alles klar. Machen wir Community-Treffen zu Silvester, das halte ich für eine gute Idee. Das wäre eigentlich witzig, ja. Also zumal Dresden zu Silvester, glaube ich, auch ganz cool ist. Unsere Katze verkriecht sich ja dann eh. Moment, was ist mit Neuseeland? Deine Eier, ey. Meine Eier sind super, ne? Okay, ich schwäche das wieder auf. Ich nicht mehr zurück. Was kannst du? Kannst nicht mehr zurück? Ach, du bist eh in Dresden, Xan. Ja. Er hat gerade geschrieben, er ist sowieso in der Gegend, tatsächlich. Nein, das ist jetzt echt doof gelaufen. Komm ich jetzt in der Fuse-Sicht wieder zurück? V. Nochmal V drücken? Okay. Ja, das ist es. Oh. Upsala. Ja, geht's. Also ursprünglich war ich ja auf Neuseeland eingeladen, aber wir haben keine gescheiten Hostels gefunden, deswegen haben wir es dann jetzt doch gelassen. Für Silvester? Ja, über Weihnachten und Silvester und alles. Okay. Ich finde, ich bereichere hier die Map mit meinem Schweif. Hätte ich fast Schwanz gesagt, aber ein Schwanz ist es nicht. Die Map, aber jeder andere nicht. Ich glaube, ich bin für das Spiel einfach zu blöd. Ups, den habe ich ja gut verfehlt. Ja, ich auch. Sehr schön, schön von hinten durch die Brust ins Auge, paar. Also von mir aus können wir uns gerne um Silvester rumtreffen, da habe ich auf jeden Fall schon Urlaub genommen. Also ich behalte es auf jeden Fall mal im Kopf. Also wir könnten hier auch 2 Schlafsäcken noch Platz bieten, allerdings durften die keine Katzenhaarallergie haben. Ansonsten habe ich... Ich habe einen Schlafsack und eine Isomatte dabei. Ansonsten habe ich ein Schlafsofa, 1,60 oder 1,40 breit, ich glaube 1,40 breit. Und theoretisch noch ein... Was? Noch einen zweiten Schlafplatz neben mir im 1,80 Bett. Nee, 1,60 Bett, glaube ich, dieses Mal. Ist nur 1,60 das Bett. Da hatte ich eigentlich dran gedacht, wo ich mit meiner Freundin drüber gequatscht habe. Lumi kann ja beim Ben pennen. Ja, kann sich aussuchen, ob sie das Keusche auf dem Schlafsofa haben will oder ob sie neben mir im Bett liegen will. Das Bett ist aber im Moment bequemer. Ist automatisch unkeusch? Ja, zumindest für Außenstehende ist es automatisch unkeuscher. So, wie war das hier? Wait, what? Glaub, man musste gegen die Kante spielen. Oder irgendein Ei wahrscheinlich, damit du rausfliegst. Ja, stimmt, man musste gegen irgendein Ei spielen. Kommt eigentlich nur ein Ei in Frage dafür so richtig? Nee, man musste ein paar Eier anstupsen. Ah, oder das. Ja, du kannst mich durch Eier durchspielen tatsächlich. Ja, so, jetzt kommt die Map schon ein Stück runter. Doch, alle Eier, sag ich doch.
Ist halt Ostern, war Eier sammeln. Ups, bei mir ist er zu langsam. Oh, damit, da hinten war ich wieder zu schnell. Oh, damit. Ah, also nee, du kannst aber auch komplett zusammen machen. Dann kannst du, wenn alle einsammeln, kannst du komplett durch. Oh. Zum Glück ist eine Kante. Alle Eier einsammeln, ja, habe ich auch gerade gemerkt. Aber das ist schwierig, wenn ständig bei mir Eier spawnen. Dann, wie soll ich denn alle einsammeln, wenn die hinter mir direkt wieder erscheinen? Alter. Warte mal, du wurdest angefragt, Europa Universalis mitzuspielen? Welche verrückten Menschen spielen das denn im Multiplayer? Felix, dir fehlt, glaube ich, noch ein Ei. Dann wäre es einfacher. Mit nur einem Ei kann man nicht ficken. Ja, ich und ein Kumpel. Warte mal, da hat ein Mann hat vom Bauernhofen ein Küken geklaut, hat sich in die Tasche gesteckt und ist in die Bahn gestiegen. Neben ihm saß eine Nonne. Immer pickt sich das Küken da durch und die Nonne so, ich verstehe ja nicht viel von Biologie, aber ich glaube, da ist gerade ein Ei geplatzt. Das Blöde bei diesen Witzen ist, dass Felix nicht mein Gesicht sehen kann dabei. Du hast ein total resigniertes Gesicht. Ich habe die Augen gerollt. Ich glaube, das Gesicht hat Felix schon mehrfach gesehen. Du hast auch die 22 geschafft. Holy. Ja. Holy moly. Du hättest halt nur alle Eier einsammeln müssen, ne? Dann wäre das ganz entspannt gewesen. Ja. Yep. Du wolltest aber also partout nicht einsammeln. Nein. Und damit. Wo geht's denn bei dem Schiff? Und mir kommt Sonic jetzt gerade. Das ist schön. Moment, Schiff. Okay. Das ist doch bestimmt auch dort gegen das Fass oder so, oder? Ja. Ah, dann fährt's hoch. Okay. Ein fliegendes Schiff. Birdie! Toll, wie du so eine Eisspur hinterlässt. Ja, ne? Die ist super. Ich mag meine Eier. Ich könnte gerade so sagen, ich liebe Eier, wenn sie meine sind. Komm schon. Und schön, dass du darüber so feixen musst, Felix. Ich liebe meine Eier, ey, komm. Hä, liebst du deine Eier nicht? Vor allen Dingen, so wie Lumi hier spielt. Okay, jetzt hat's so geschafft. Was hat das mit Bens Eiern zu tun, wie ich hier spiele? Nein. Anscheinend lenke ich meine Eier ab. Das war vollkommen losgelöst. Ja, aber diese Aussage vor allem wie du... Warum fällst du da raus? Das Spiel? Das ist wirklich... Ich hab's gesehen, ich bin langsam und zärtlich da rein. Ich hab nichts gemacht. Ich glaube, das Ding ist hochgefahren, die kann nicht mehr F drücken. Oder? Ja. Ach doch, jetzt ist es wieder unten, okay. Ja, ich bin dadurch kräftiger durchgekommen. Natürliche Selektion wird bei mir geschrieben. Natürliche Selektion. Ja, danke. Du hüpfst doch wie verrückt, Baby. Ich bin nicht so gehüpft. Ich bin relativ ruhig liegen geblieben. Beim Hochfahren. Du bist auch so gehüpft. Okay, ja, das, Lumi, mir das ist auf. Jetzt nicht mal, ne? Also. Lumi ist halt zärtlich, wenn es drauf ankommt. Die ist ganz, ganz zärtlich. Es darf also erst für, hart und wild werden, wenn der Ball schon im Loch ist. Danach also für jene, zärtlich. Für jene, die bei uns übernachten. Hi, Missy. Für jene, die bei uns übernachten sollten, wir haben eine Tassimo-Maschine und eine Kaffeemaschine und Kaffee auch da. Also. Ich habe keinen Kaffee und ich habe auch keine Kaffeemaschine. Missy, was machst denn du rund um Silvester? Müssen Sie sie auch noch nach Dresden einladen? Nein, ich will sie nicht nach Dresden einladen für Silvester, aber sie ist ja in Nürnberg und von meiner Richtung aus liegt das dann auf dem Weg. Ach so. Und ich wollte ja, Missy weil sie an Nürnberg vorbeifahren, dann können sie... Was, dreh dich mal um? Moment, was? Lobby, wo fährst du denn hin? Wenn du stehst, gut. Dammit. Oh. Da gab es ein geheimes Ziel, ne? Hat es irgendjemand von euch gesehen? Ich glaube, das ist immer noch einfacher zu catchen, als über dieses Ding zu gehen. Ey, das Ding ist gar nicht so schwierig. Dankeschön, Ben. Ey, Entschuldigung, ich kenne mich halt mit langen Dingern aus, ich weiß nicht, wie man dann umgeht. Und man dann das Loch trifft. So schwierig war es wirklich nicht. Ist klar. Fulltruff! Ey, das hat gut funktioniert. Besser als erwartet. Okay, ich hätte glaube ich ein bisschen Luck mit dem Fulltruff. Das funktioniert besser als erwartet. Ja, ne? Sag ich ja. Hey, und wieder runter. Ah, verstehe. Wo muss man denn hier hin? Elevator. Nein! Ganz oben im Nebel ist was. Nee, ich weiß, wo das Ziel ist. Igel! Achso, im Nebel kannst du auch ein Ziel nehmen. Ja, okay, ich mach mal den normalen Weg. Ihr könnt ja das längere nehmen. Ihr könnt dann ein paar Schläge verpanschen. Oh, lol! Oh, so hab ich das nicht erwartet. Elevator!
Ich dachte, das kommt, man kommt da irgendwo rein, da wird irgendwas ausgelöst, aber nicht, dass man da drauf liegen bleiben muss. Wird der aber ausgelöst. Lumi fällt fast runter. Fuck! Hey. Benny, machst du das? Ja. Ja, natürlich, wer sonst? Ihr müsst da drauf spielen auf die Fläche hinter dem Holzschild, ganz langsam. Ja, Hasi, ich hab das doch eben schon hingekriegt. Ich hab da nur halt bei der Kanone verkackt. Ja, ich bin an der Kanone vorbeigeflogen. Das schmeiß ich halt nach vorne. Gesagt. So. Ja, wow. Richtig gut. Ich muss echt viel früher schießen. Felix sich immer freut, wenn er schon gewonnen hat. Wirklich schwierig. Wir machen das nie bei dir. Wir sind immer voll lieb. Hab's geschafft. Aus. Kira. Oh, verdammt, ich in die Mitte darfst du aber nicht schießen bei dem Ding. Ja, das war wir hätten sogar einen guten Spot für Silvester. Also entweder Benny kennt's noch, Bismarckturm, oder ich bleib alkoholfrei und wir fahren zum Real nach oben. Hä, hey, oder ich fahre, weil ich eh alkoholfrei dafür, dass wir bleibe. Das spontan machen. Das könnte man natürlich auch machen. Auf Twitch festhalten, wo wir rumrennen an Silvester. Doch, das ist wichtig. Doch scheißegal. Also ob uns jemand abfangen würde und töten würde, mein Gott. Das jetzt nicht unbedingt, aber... Was hast du sonst für Ängste? Es gibt weirde Menschen da draußen. Ach Quatsch. Oh, ich führe ja um einiges sogar durch eure Bands. Also wenn dann nur würde Menschen, die auf euren Chans rumhängen, und das würde ich jetzt mal echt in Frage stellen. Also auf euren Kanälen, so rum. Was? Was hier gelollt? Also tatsächlich genaue Ortpunkte, wo ich mich aufenthalte, das erzähle ich nur Leuten, die ich wirklich kenne. Ja, die sind ja so. Finde ich auch okay, wir können das mal irgendwann privat abmachen. Erstmal, ob es überhaupt dabei bleibt, ist ja was ganz anderes. Erstmal. Ja, eben. Wenn wir wissen, dass es dabei bleibt, dann können wir uns genau ausmachen. Die andere Option wäre tatsächlich, wenn man in Dresden bei der offiziellen Feier hingeht. Was? Dresden? Offizielle Feier? Die offizielle Silvesterfeier. Bist du wahnsinnig? Ich gehe noch nicht auf den... Wieso? Das ist aber schön. Du hast schönes Feuerwerk. Also ich gehe noch nie hin. Also ich sage nur, ist auch eine Option. Das fängt ja schon unglaublich gut an. Ich warte noch nie auf der offiziellen Feier. Ich musste also auch nie unbedingt hin, aber... Da muss man nicht hin. Oh, der war ja hier. Oh, Alter. Als wäre es geplant. Ja, ich habe das Mikro erwischt, dummerweise bei meinen Händen klatschen. Aber ich war gerade oben auf dem Steinrad, bin ich langgerollt und wieder rein und genau ins Loch. Bei der Kurve. Genau also, ins Loch. Halt beim Minigolf meistens echt eine coole Ansage. Ja, dort, von da wo Lumi war, bin ich oben auf der Hochkante, sozusagen oben auf die Steinkante drauf, ein Stück lang gerollt und dann wieder runter und dann unten ins Loch rein, in einem Schlag. Das ist jetzt verfehlt, das Lumi, das war schon echt Glück. Jetzt komm nicht dein Ernst. Und jetzt nicht zu dolle, Lumi, nicht zu dolle. Was hat dieses Scheißspiel mit mir? Lumi mag das Spiel nicht, Schatz. Pech ich hab grad extra einen Screenshot gemacht, Lumi, also... Sand auf jeden Fall aufs Team. Hi Hansi und danke schön für den Raid. Und hallo an alle von Hansi. Wir spielen aber kein Dota gerade, wir spielen Golf. Aber wer mitspielen kann, kann. Wer mitspielen will, kann mitspielen. Ja, und wer mitspielen kann, ist auch schon korrekt. Wer mitspielen kann, kann mitspielen. Ja, das war wieder eine Aussage, die halt einfach kein Mensch braucht. Aber, Felix ist nämlich im Master der Linguistik hier. Jedenfalls ist es nett gemeint. Obwohl ich noch nicht mal studiere. Oh, das wird zu weit. Hä, wo müssen wir denn hin? Ich bin einen Scheiß gebaut hier. Oh oh. Yeah. Ich muss ja auch deprimiert zu sein, wenn das neue Leute hier sind. Was, neue Leute oder neue endlich Leute? Geschafft. Ich bin kann mitspielen, geil. Wie kann ich denn wieder zurück, ich wenn gleich, ich falsch ja. geklickt habe? F? Wie falsch geklickt? Oder was? Nein. Ach so, Rechtsklick? Eagle. Linksklick nochmal einfach? Ach, wenn ich bin besser. Ja, aber ich habe ja noch einen ganz schönen Vorsprung vor dir. Ich habe noch 13 Vorsprung. Hast du gerade gesehen, dass es dort ein anderes Ziel gibt, Benny? Nee. Doch, tu mal vordrücken, wo Lumi gerade war. Wo Lumi gerade war? Es geht da den Looping da durch und dann landest du auf diesem Blätter Stein. Und wenn du dann ein Stück Richtung Ziel rückwärts gehst, stimmt, dann siehst du... Da ist noch ein verstecktes Ziel, das ist ja gemein. Mhm. Aber das ist, glaube ich, das ist doch mega schwer zu treffen, oder? Ja. Wahrscheinlich bloß, wenn du in dem unteren Bogen landest und dann wieder nach hinten gehst. Nee, wenn du auf der anderen, wenn du auf der gegenüberliegenden Ebene liegen bleibst, kannst du einfach gerade mit Vollschwung drauf knallen. Oder so. Das könnte dann schon zählen. 6, 4, 6. Läuft. Sex. Oh, das ist gemeiner. Das ist richtig fies.
Moment, wann resettet denn das? Das fängt immer von hinten an. Ja, du kannst aus dem Zelt raus. Ich glaube, man kann dann trotzdem weiter. Man kann, glaube ich, weiterspielen, wenn man aus dem Zelt raus ist. Nee. Ah, nee, kann man nicht. Damn. Zumindest nicht von der Position, wo ich gerade war. Mir werden hier Tipps gegeben. Ha! Das ist natürlich ein super Tipp. Echt jetzt? Jetzt weiß ich, warum du einen Vorteil hast. Echt jetzt? Ihr könnt gesehen haben, wo ich hin bin, ja? Ich habe einen großen, offensichtlichen Spur. Ich gebe ihn gleich mal weiter, das große blaue Ei. Einfach drauf. Das große blaue Ei? Ja, Lumi, du warst zu heftig, aber ansonsten ja. Jetzt war es bestimmt zu schwach, du kommst nie bis hin. Wie immer. Ja, geil, ey! Aber, also, das Original zu schaffen ist echt hart. Im Map-Namen genau andrücken. Ja, die meisten am meisten Cute Eastern. Ist am besten. Ja, okay, es ist halt eine Ostermap. Ja, stimmt, man sollte vielleicht auf die Eier ein bisschen mehr Acht geben, wenn es eine Ostermap ist. Stimmt. Oh, oh. Nein! Also ich sage, die Geschenke-Map bisher am coolsten. Heute. Also auf Bennys Eier, oder? Ja, auf meine Eier muss man auch immer. Ich werde nicht mehr mit Felix ein Spiel spielen, in dem zwei Wörter vorkommen, die er witzig findet. Löcher finden und Eier finden. Also, weißt du, Löcher alleine ist ja schon schlimm genug, das in einer Tour durchzustehen. Aber jetzt auch noch die Eier dazu. Lumi, hast die Kombination nicht gemacht, ne? Die Map heißt, by the way, Eratul Cused Eastern. Was? Was? Der Eratul, der uns vorhin gefollowt hat, ist der Map-Ersteller. Echt jetzt? Ach, ja. Ja, das habe ich auch jetzt erst gerafft. Sorry, Mann. Wie witzig. Was ein Zufall. Ja, was ein Scheißzufall. Der guckt einfach. Ja, bei mir ist er auf jeden Fall noch da. Der guckt einfach, wer die Map gerade abonniert hat. Und Leuten cool. Einfach, um den Leuten beim Failen zu gucken. Ja, oder ihnen Tipps zu geben. Kam das mit den blauen Eiern von ihm? Ja, genau. Hm? Ja? Ja, das blaue Ei kam von ihm. Ach komm, ohne Scheiß, also wenn ich die Map erstellt hätte, würde ich mich zurücklegen und ganz statistisch genießen, wie die Leute. Ich überlege gerade, ob ich das jetzt. Wenn ich blaue Eier hätte, würde ich an was anderes denken. Da nicht. Ich wollte probieren, ob da irgendwas Geheimes ist. Blaue Eier und so, kennt ihr? Ja, mit der Eiermalfarbe meinst du den Radiosketch, ne? Nein. Nicht? Ach, Eier kenne ich nur, wenn ich jemandem aus Versehen mit dem Knie irgendwo umtrete. Blaue Eier kriegst du als Mann, auch wenn ihr zu lange nur rumspielt aneinander und du aber nicht. Das hatte ich noch nicht. Ich überlege gerade, ob ich das schon erlebt habe. Vom Abbinden oder sowas, da kenne ich das, aber nicht vom aneinander rumspielen. Moment. Du spielst komische Spiele. Du siehst auch dahin, oder? Hä, jetzt bin ich auch verwirrt. Wir sind doch bei 14, wir müssen doch beim rosa Schweinchen hin. Oh, ups. Ach, da oben hin! Ich hab ja bei weitem nicht jedes Secret verraten. Es hat mir schon fast gedacht, da gibt es auch ein Secret gerade. Ey, wir müssen dort unten rein. Nee, du musst überhaupt nicht unten rein, du musst oben rein. Ja klar, du musst unter dem großen Ei da rein. Scheiße. Ja, oder du nimmst halt die safe Variante, wo du dann auf die Strecke kommst. Die safe, da komm ich ja noch nicht immer hin. Die safe Variante habe ich gerade getroffen, ja. Die safe Variante ist der Kanal weiter unten. Ja, genau. Okay, würde ich jetzt sagen. Ja, nee, vergiss es. Scheiß drauf. Wo ist die Safe-Variante? Ich will lieber die Safe-Variante. Ja, lange du musst Steine einfach nur das Steinding treffen, da unten drunter. Steinding? Oh, da, wo der Hase ist, ja, dieser Hasenzeppelin. Da ist unten ein Steintrichter. Ja, wenn du da reintriffst, ist die Safe-Variante. Ich glaube, weder drüber noch drunter. Ich gib's halt einfach hin. Oh, wow. Aber das hättest du erstmal treffen wollen müssen. Ja, Lumi. Genau so. Das ist der richtige Weg. Es tut mir sehr leid, lieber Erasul. Deine Map macht wahnsinnig viel Spaß. Ich bin einfach nur idiotisch. Ich würde sagen, Erasul, wir haben ja auch deine Geschenke-Map gespielt. Du treibst, dass ich das Ei treff? Anscheinend war dein Ziel drin. Das tut weh. Ich liebe deine Map. Er hat ja gesagt, er hat nicht jedes Secret verraten. Ist voll nice. Kira, das tut weh. Achso. Ich will dich nur streichen. Alter, die Die will doch gerade nicht gestreichelt werden. Nee, anscheinend gerade nicht. Ich habe gerade Haufen Kratzspuren. Hier gibt's auch wieder Eier. Jetzt auf einmal sind uns die Eier wichtig, ne? Jetzt, wo wir fast fertig sind. Wo wir gerafft haben, dass wirklich die Eier wichtig sind. Wichtig, wichtig, Hi, ja. Mr. Hedy. Richtig wichtig.
Na, warst du beim Hansi? Oh, hier ist ja. Oh. Warum ist hier ein Löchlein drin? Ich bin drin und ihr so? Hast du einfach außen rumgespielt, oder? Ja. Ach, dammit. CSGO. Am besten ist dieses, was ist das eigentlich? So ein. Jetzt räche ich mich, Kira. Ich dachte gerade, es ist hier die böse Version von Donald Duck am Start. Ich hab mich vorher gekratzt wie Sau. Hey, Lumi hat es in 8 Strokes geschafft einzuloggen. Nice. Ja, ich muss auch noch CSGO spielen, das stimmt. So, hier weiß ich jetzt schon, ihr habt es ja gerade schon gesehen, wo das geheime Ziel ist. Aber das zu treffen... CSGO musst du nicht spielen. Ich brauche mehr Schwung. Feuer? Zu viel Schwung. Wo ist das geheime Ziel? Würde mich verkackeiern? Okay, ich raff's nicht. Verkackeiern? Verkackeiern? Das ist eine Hindernis, also. Okay. Aber jetzt bin ich schon vorbei. I see what you did there. Ich glaube, ich probiere es nochmal. Aber das Ziel zu treffen ist, glaube ich, übel schwer. Das geheime Ziel. Da geht's doch nicht lang, Entschuldigung. Ich habe mich geirrt, hier liegen bleiben sollen. Ha. Ich rage nicht. Ja, ich schieb die Arbeit ewig nach oben. Das war noch fällt. Erinnere mich nicht dran. Ich versuche gerade Spaß zu haben. Ich versuche gerade Spaß zu haben ohne. Oh, das ist gar nicht. Das ist ja wieder genauso fies hier. Warum? Jetzt kann Lumi mal ihre richtige Stärke ausleben. Einfach daneben. Wo fliegst Lumi denn hin? Ich hab keine Ahnung, was diese blöde Kugel macht. Ich bin gerade im Ziel, wechsel zu Lumi und sie fliegt sonst wohin. Fehler 99 sitzt immer vorm Bildschirm. Vor allem ist sie wo ganz anders gelandet als ich. Ich bin der Felix. Guck mal, Benny, das ist geil. Ja, ich bin auch. Moment. Gut. LOL! Ja. GGWP Easy Rematch. Ja, Lumi, jetzt muss aber genau abzielen. Also da, wo du. Nein. Die andere Seite wäre einfacher gewesen für dich, weil da muss ich nicht so genau zielen. Ach, fuck off. Auf jeden Fall gewinnt Benny jetzt. Geschafft. Eben, ich bin auf der Kante liegen geblieben. Also. Benny wird das auf jeden Fall gewinnen. Ja, außer ihr macht das jetzt irgendwie Hole in Ones und ich verkack's noch ein paar Mal. Einfach raus, Hole in One. Für dazu. Das erste Spiel, das ich spielen will, schlage ich euch vor und dann. Ja, mach. Da brauchen wir Hole in One. Lumi, jetzt hau du mal rein. Volle Möhre. Hat's gezählt? Sieht nicht so aus. Was hier passiert ist. Ja, du bist gleich wieder am Start und darfst noch einen Versuch machen. Nö. Hey, doch. Da war noch ein echt? Ziel? Geil. Ja, super. Nee, jetzt kommt dein Twitch-Link. Kurz vor Ende. Was? Twitch-Link? Auch Chrissy, ey. Rollerblade hätte ich dir niemals zeigen dürfen, Tomo. Völlig danke. Echt was, jetzt, Benny? Easy Rollerblade? Was denn? Du hast gerade ein Hole in One. Cool, ich auch. Ja, du auch. Was ich gewünscht hätte. Was? Meditate with Jess? Vielleicht hätte ich doch mal darauf schießen sollen. Warum steht da Meditate with Jess rechts neben uns? Nee, wir sind jetzt fertig. New Head Unlocked. Ich hab eine Glühbirne bekommen über dem Kopf. Tor, hast du das?